Herzlich willkommen zur Zusammenfassung des letzten BlizzCon-Panels zu WoW 11.0. Während der Podiumsdiskussion »Wie geht es weiter?« wurde über die Philosophie diskutiert, weiterhin zeitlose Inhalte zu verwenden, um WoW mit jedem Feature stetig zu verbessern. Mit der 11.0-Erweiterung soll auf der Grundlage von Dragonflight aufgebaut werden, um diese Philosophien durch Wiederspielwert, Tiefe und Spielereinfluss fortzuführen, ohne dabei die vielen verschiedenen Spielstile außer Acht zu lassen. Zu diesen Features gehören die Tiefen. Tiefen sind schnelle Abenteuer für 1 bis 5 Spielercharaktere, die solo, mit Freunden oder sogar als Dungeon-Gruppe gespielt werden können. Diese Abenteuer werden neben Dungeon, Schlachtzügen und PvP als neue Säule in das Endspiel integriert. Um Vielseitigkeit, Flexibilität und Wiederspielwert zu garantieren, stehen zur Veröffentlichung 12 Tiefen zur Verfügung, die sich in verschiedenen Umgebungen von Kaas Alga befinden. Dank den durch Torghast, Inseln und Szenarios gelernten Lektionen sollen Tiefen mehr Spielerentscheidungen und Vielseitigkeit zulassen. Dabei geht es um 10 bis 15-minütige Abenteuer, zu lüftende Geheimnisse und zu entdeckende Schätze in ganz Kaas Alga, und neue, in die Erzählung eingebundene saisonale Belohnungen und NPC-Begleiter. Die erste Saison beinhaltet den NPC-Begleiter Bran Bronzebart. Diese Begleiter erlangen auf euren gemeinsamen Reisen Stufenaufstiege und können angepasst werden, um euren Charakter durch Schaden oder Heilung zu ergänzen. Beim Betreten dieser Abenteuer und für den Übergang in ein Tiefenportal erwarten euch keine Ladebildschirme. Nachdem ihr die Geheimnisse und Rätsel gelöst und den Boss am Ende besiegt habt, erreicht ihr einen Raum, der voller Schätze wie Währungen, Gold, Chancen auf kosmetische Gegenstände und viele mehr steckt. Mit dem richtigen Schlüssel könnt ihr sogar hin und wieder auftauchende große, prunkvolle Truhen öffnen. Diese Schlüssel könnt ihr euch in den Tiefen, durch Gameplay in der offenen Welt oder in wöchentlichen Quests verdienen. Die Gegenstände werden mit Beute aus Dungeons und Schlachtzügen ausbalanciert. Außerdem gibt es Tiefen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wodurch sich unterschiedliche Belohnungsmöglichkeiten ergeben. Auch erwarten uns Änderungen an der Großen Schatzkammer. Der Großen Schatzkammer wird die neue Weltkategorie hinzugefügt, die PvP ersetzt. Zum ersten Mal erhalten Spielercharaktere, die an Aktivitäten in der offenen Welt teilnehmen, die Möglichkeit, Belohnungen aus der großen Schatzkammer zu erhalten. Ganz egal, ob durch Erreichen von Zielen in der offenen Welt oder das Abschließen von Tiefen. Die Spielercharaktere können Belohnungen freischalten, die auf dem überwundenen Schwierigkeitsgrad basieren. Die Belohnungen können die Stufe heroischer Schlachtzüge erreichen oder in die Nähe von mythischen Dungeons der Stufe 15 gelangen. Spielercharaktere, die an PvP-Aktivitäten teilnehmen, müssen ihre Belohnungen, die oft zufälliger waren als gewünscht, nicht mehr aus dem großen Tresor holen. Stattdessen erhalten sie zusätzliche Eroberungspunkte, um die Gegenstände kaufen zu können, die sie auch wirklich wollen. Es wird eine Reihe an kosmetischen Gegenständen in den Tiefen geben. Darunter spaßige neue Helme wie ein Fungianer-Hut, einen Koboldhelm mit Kerze oder sogar den Helm der feuchterregenden neuen Unterwasserkreatur Kobis. Spielercharaktere, die an den Tiefen teilnehmen, können zudem ein neues, anpassbares Flugreittier freischalten. Einige der beliebtesten kommenden Änderungen werden unter dem Feature der Kriegsmeuten zusammengefasst. Kriegsmeuten bedeuten, allgemein ausgedrückt, dass alles accountübergreifend verfügbar ist. Im Laufe der Jahre hat sich der reguläre Spielstil von WoW verändert. Es werden mehrere Charaktere gleichzeitig gespielt, anstatt den Fokus auf nur einen zu legen. Dies ist das Ergebnis der immer schnelleren Stufenaufstiege und der normal gewordenen Erwartung, mehrere Charaktere spielen zu können. Allerdings hält das Spielen mehrerer Charaktere aktuell noch viele zusätzliche Herausforderungen bereit. Kriegsmeuten sollen das System verändern und Zweitcharaktere besser unterstützen. Das Fundament von WoW soll neu geschaffen werden, um die individuellen Errungenschaften von Spielern über alle Charaktere ihres Battle.net-Accounts hinweg zu reflektieren. Dieses neue System ist darauf ausgerichtet, das Spiel mit Zweitcharakteren praktischer und flexibler zu gestalten, ohne diesen zusätzliche Macht zu verleihen.
teilt euch beispielsweise mit allen Charakteren auf eurem Battle.net-Account eine einzige praktische Bank. Auch neu dabei die Kriegsmeuten-Gegenstände. Ähnlich wie die bisherigen Battle.net-gebundenen Ausrüstungstokens können bei den verschiedensten Aktivitäten Gegenstände fallen gelassen werden, die ihr an eure anderen Charaktere schicken könnt, um deren Ausrüstungslevel zu verbessern. Diese Items droppen jedoch immer mit einer etwas niedrigeren Stufe als die Items, die tatsächlich für den abgeschlossenen Inhalt vorgesehen sind. Weitere Unterpunkte: die Transmogrifikationssammlung. Dieses System ermöglicht es, zusätzliche, klassenspezifische Gegenstände, die ein Spielercharakter nicht ausrüsten kann, der Sammlung hinzuzufügen. Dadurch können Spieler mit einem Magier einen Kriegergegenstand einsammeln und ihn in der T-Mog-Sammlung hinzufügen, um ihn später für einen Krieger-Charakter zu verwenden. Der Kriegsmeutenruf. Der Ruf bei vielen Fraktionen der neuen Erweiterung wird durch die Integration in Kriegsmeuten für alle Charaktere verfügbar. Beispiel: Wenn ein Rezept mit einem Charakter freigeschaltet wird, ist es für einen Zweitcharakter nicht mehr erforderlich, das Vertrauen einer bestimmten Fraktion erneut zu gewinnen. Auch wenn diese Änderung zunächst nur für die neuesten Bereiche des Spiels gelten soll, wurde in Interviews bestätigt, dass sie daran arbeiten, das Ganze auch auf alte Fraktionen auszudehnen. Flugrouten. Wenn eine Flugroute mit einem Charakter freigeschalten wurde, steht sie allen Charakteren in eurer Kriegsmeute zur Verfügung. Zum Thema Fliegen wurde außerdem in Interviews bestätigt, dass sowohl für Draktyr als auch für Druiden in Flugform das vollwertige dynamische Fliegen freigeschaltet werden soll. Die Tiefen. Die Stufenaufstiege eines Begleiter-NPCs sind für alle Charaktere in eurer Kriegsmeute zugänglich. Erfolge. Alle Erfolge werden aktualisiert, sodass sie dann accountübergreifend gelten, um nicht den Charakter, sondern die jeweiligen Spieler für die Errungenschaft zu belohnen. Auch der Login-Bildschirm wird überarbeitet. Wenn ihr euch in das Spiel einloggt, seht ihr eine Auswahl eurer Charaktere auf dem Bildschirm, die darauf warten, dass ihr entscheidet, mit wem ihr euer nächstes Abenteuer erleben wollt. Eine weitere große Änderung neben der Kriegsmeute sind die Heldentalente. Mit den Heldentalenten erhaltet ihr 10 neue Talentpunkte für alle 10 Stufen, die ihr während der neuesten Erweiterung erreicht. Diese neuen Talentpunkte verschaffen euch eine Möglichkeit, eine tiefergehende Klassenfantasie zu ergründen und euren Spielstil flexibler zu gestalten. Sie bieten Fortschritt und Einfluss, ohne dabei zu komplex zu werden. Die Entwicklung begann bei den Druiden mit ihren 4 verfügbaren Spezialisierungen. Ein Gleichgewichtsdruide könnte beispielsweise zwischen Hüter des Seins und Auserwählter der Elun wählen. Im Spiel könnt ihr genauso einfach hin und her wechseln, wie ihr sonst Talente ändert. Da es Fragen gab, warum gerade mit dem Druiden angefangen wurde, fügten die Entwickler auf der Bühne hinzu: Wenn wir es für den Druiden hinbekommen, dann auch für alle anderen. Das Hinzufügen von Heldentalenten lässt euch aus 3 Talentbäumen wählen: Klasse, Held und Spezialisierung. Mit 10 für Heldentalente verfügbaren Punkten könnt ihr alle verfügbaren Knoten eines Heldentalentbaums erreichen. Ihr müsst lediglich entscheiden, welche Talente ihr zuerst in Angriff nehmen möchtet. In den ersten Übersichten waren vor allem viele passive Verbesserungen dabei. Innerhalb des Heldenbaums findet ihr zusätzliche Entscheidungsstellen, an denen ihr je nach Inhalt, den ihr gerade spielt, eine Auswahl treffen könnt. Der Baum für die Hüter des Feinds steht sowohl Gleichgewichts- als auch Wiederherstellungsdruiden zur Verfügung. Diese Auswahl konzentriert sich auf Beschwörungen und bietet zusätzliche Entscheidungsstellen. Der Baum für den ausgewählten Elun steht sowohl für Gleichgewichts- als auch Wächterdruiden zur Verfügung. Bei diesem Baum dreht sich alles um Elun und darum, mit ihrer Macht Feinde niederzustrecken und Verbündete zu beschützen. Im hier gezeigten Baum geht es beispielsweise um die Verbesserung eurer Baumbegleiter. So könnt ihr sie zusätzliche astrale Macht generieren lassen oder ihre Heilung erhöhen. Insgesamt stehen 39 Heldentalent-Spezialisierungen zur Verfügung. Da dürfte für jeden was dabei sein. Die Namen der Heldentalentbäume können sich natürlich noch ändern. Jede Klassenspezialisierung kann sich für 2 der 3 Bäume entscheiden. Neben diesen großen Kernfeatures warten natürlich noch einige kleinere Überraschungen. Neues verbündetes Volk: die Irdenen.
Spielercharaktere können die Kampagne vom neuesten Add-on sowie die Endspielquestreihe abschließen, um Zugriff auf die Irdenen als verbündetes Volk zu erhalten. Dieses neue Volk kann sich entweder der Horde oder der Allianz anschließen und ist in folgenden Klassen spielbar: Todesritter, Jäger, Magier, Mönch, Paladin, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister und Krieger. Mit Stufenaufstiegen dieses verbündeten Volkes schaltet ihr zudem die neue Traditionsrüstung der Irdenen frei. Der dynamische Flug. Drachenreiten bleibt im Spiel und wird zudem noch vor der Veröffentlichung vom neuesten Add-on für viele Flugreittiere in allen Gegenden zur Verfügung stehen, in denen das Fliegen möglich ist. Spielercharaktere können außerdem zwischen dynamischem Flug und dem Flugstil wählen, der ursprünglich mit TBC eingeführt wurde. Dynamischer Flug steht von Beginn an in Kaas Algar zur Verfügung. Der TBC-Flugstil kann auf der höchsten Stufe freigeschaltet werden, die ihr durch Erkunden der Zonen und Abschließen der Kampagne erreichen könnt. Spielercharaktere können beim Erkunden von Kaas Algar zudem Glyphen sammeln. Durch die dauerhafte Verfügbarkeit dieser Glyphen muss am Ende niemand mehr das Gefühl haben, zu Dragonfly zurückkehren zu müssen, um irgendwelche zuvor verpassten Glyphen einzusammeln. Einige Fähigkeiten, die Spielercharaktere auf ihren Abenteuern auf den Dracheninseln erworben haben, sind möglicherweise auf eben diese Inseln beschränkt. Grundfähigkeiten wie erhöhter Elan werden hingegen Teil der Funktionsweise des dynamischen Fliegens sein und stehen allen im Rahmen von Stufenaufstiegen zur Verfügung. Gute Nachrichten für PvPler: Ein neues Schlachtfeld erwartet uns. Diese neue 10 vs. 10 Eroberungspunktkarte befindet sich in den schallenden Tiefen. Dieses Schlachtfeld ähnelt der Silberbruchmine, weist aber ein paar zusätzliche Kniffe auf. Dort wird um die Kontrolle von Minenloren und einem Zentralknoten gekämpft. Des Weiteren gibt es einige Interface-Updates. Als Teil der andauernden Interface-Optimierung wird das Zauberbuch weiter aufgeräumt. Es verfügt dann über ein größeres und saubereres Layout, mit dem moderne Bildschirmauflösungen genutzt werden können, sodass mehrere Seiten auf einen Bildschirm passen. Dadurch habt ihr alle Zauber und Talente neben euren Spezialisierungsinformationen in einem Reiter vor euch. Auch am Quest-Interface werden einige Aspekte weiterentwickelt, um mehr Filter und das Aus- und Einblenden von Zielen in eurem Questlog zu ermöglichen. Zudem werden die Symbole aufgeräumt. Zwar handelt es sich dabei nicht um große Änderungen, aber die Entwicklung optimiert die Benutzeroberfläche und die Standardmöglichkeiten stetig weiter. Auch die Gilden wurden nicht vergessen. Spielercharaktere können sich unabhängig von ihrem Realm bei einer Gilde bewerben oder neue Spielercharaktere für die eigene Gilde anwerben. Mythische Schlachtzüge stehen ab dem Veröffentlichungstag von der neuen Erweiterung zur Verfügung. Die Ruhmeshalle wird es weiterhin geben, um die besten Gilden jeder Saison und Stufe zu ehren und deren Errungenschaft der Nachwelt zu erhalten, aber sie ist nicht länger an die Freischaltung von Spielinhalten gebunden. Dies ist ein weiterer Schritt zur Entfernung sozialer Barrieren, die aktuell noch einige Spieler davon abhalten, überall mit ihren Freunden spielen zu können. Wir freuen uns schon darauf, im Laufe der Entwicklung weitere Details über die Zukunft von WoW mit euch zu teilen. Sobald es neue Infos gibt, freue ich mich, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören und weiterhin viel Spaß in Azeroth.